Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Famous Simulator U-Petition. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem wir uns Leipzig, Zürich und Köln angeguckt haben und ein bisschen sehr enttäuscht wurden, starten wir heute in den Karrieremodus. Mal gucken, wie der überhaupt wird. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall auf dieses Spiel und dieses Projekt allgemein mit euch dann angehen zu können, hier in der Welt der Famous-Reisen. Und steht ganz Europa offen, zumindest der größte Teil, also Belgien, Frankreich, Österreich, Schweiz, Tschechien, natürlich Deutschland. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall geht's heute in die Karriere. Los geht's. Wir dürfen uns tatsächlich, dürfen wir eine Route entfernen oder dürfen wir freie Fahrt? Nein, ich möchte eine Flixbus-Route machen. Wir dürfen einfach eine neue Route. Wir können, machen wir eine Express-Route, Routennummer. Ach, ich gebe auf. So, Expressroute? Nee. Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken. Also, wir starten wahrscheinlich in Leipzig, würde ich sagen. Was machen wir da als erstes? Leipzig-Berlin? Klingt bestimmt gut, nee. Machen wir Leipzig-Berlin als erstes. Leipzig nach. Ach, wir dürfen doch gar nicht, oder? Ach, wir dürfen noch gar nicht. Kriegen wir keine. Doch, Leipzig, Berlin. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Warte mal, nehmen wir Berlin da raus. Kann man Potsdam? Warte mal. Neue Route? Ich würde gerne Leipzig, Potsdam, Berlin nehmen. So, nebenbei. Routenname. Karte agieren. So, jedenfalls, warte mal. Leipzig. Potsdam. Berlin, oder? Dürfen wir nicht. Nein. Okay. Ich würde dann also Leipzig, Potsdam, Berlin eigentlich gerne anfahren. Das wäre am sinnvollsten, ne? Warte mal. Also, Karte agieren. Dann machen wir es so. Dann machen wir Leipzig jetzt an, als Starthaltestelle. Und nach Berlin. Neue Route. Jetzt. Also, Leipzig als Starthaltestelle und Berlin, das sind ca. 210 Kilometer, fährt angeblich 200 Stunden, Check-in-Dauer. Jo, soweit ist es okay. So. Okay. Darf ich jetzt zurück? Ja, gute Nummer. Berlin, neue Route. Bearbeiten. Routennummer. Routennummer hätte ich gerne 01. Bumm. Speichern. So, dann weiter. Wir fahren auf realistisch. Und wir werden erstmal nur Kurzstrecken fahren. Wie gesagt, die ganzen langen Dinger, die kommen wir dann so nach und nach. Ich denke mal, wir müssen erstmal Haltestellen freischalten, um überhaupt dann irgendwann große Strecken fahren zu können. Deswegen ist mein erstes hier erstmal Berlin, die Hauptstadt. Und dann werden wir uns ein bisschen reinarbeiten in die, so Step by Step halt quasi mehr oder weniger. Wir müssen erstmal gucken, dass wir wahrscheinlich erst im Norden nur ein bisschen fahren und dann ein bisschen Ruhe weiter rüber gehen. Gut, Wetter. Was haben wir denn für einen Bus überhaupt? Immer den hier, würde ich sagen. Charakter, männlich, weiblich, klassisch. Nimm mal klassisch. So. Realistisch. Warte mal. Doch. Okay, passt perfekt. Nimm mal realistisch, klar. Datum. Immer was etwas genauer. Heute ist der 27. Nee, wenn die Folge rauskommt, ist der 27. Also 28, 29, 30, 31. Mai. Sprich, am 31. Mai
damit wir es ein bisschen realistisch haben. Und wir haben offiziell 18 Uhr. Okay, ich darf erst. Dann müssen wir Stufe 3 erreichen. Wir machen dann also 17 Uhr. Wetter ist immer gut, Regen ist immer gut, Regen tut's viel. Starten wir rein ins Match. In unsere erste Route. Ich bin jetzt wieder bei FIFA drin, warum auch immer. Nein, wir sind beim Famos-Simulator. Wir starten nicht ins Match, wir starten in unsere erste Route. So, da sind wir. Gehen wir in den Bus. Ich gehe in den Bus. So. Nee, warte mal, ist das neutral noch? Ja, wir lassen noch neutral. Ich mache mir erstmal Licht an. So. Nicht. Nehmen wir mal an. Und da wir draußen, wie viel Grad haben wir es? Steht jetzt gerade nicht fest, ne? Steht gerade nicht da. Also das heißt, wir machen mal 23 Grad. Die werden sich schon beschweren. Haben wir WLAN an, haben wir die Klo-Toilette frei. Haben wir hier. Haben wir einen Film an. Und die haben wir freigegeben. Berlin. Den machen wir nicht an. Navi, alles klar. Innenraumbeleuchtung an. So. Starten wir rein. Manuell brauchen wir nicht. So, passt perfekt. So, auf geht's. Oder auch nicht. Jetzt falsch. Was ist denn da jetzt noch falsch an der Nummer? Motor läuft, das läuft. Natürlich. So, gucken wir mal, ob da nicht was kommt. Passt soweit, also raus. Jetzt müssen wir uns ein bisschen an den Verkehr, die Verkehrsregeln natürlich halten. Fragezeichen. Ist da einmal Anmeldung? Leipzig nach Berlin. Perfekt. Einstellung. Ich gehe mal kurz ins Spiel noch schnell. Grafik. Nee, das war es nicht. Steuerung. Okay, das ist auch nicht. Warte mal kurz. Nee, alles gut, das passt so. Es dauert natürlich jetzt alles kleinen Moment, bis der. Also ballert hier gerade übelst die Klimaanlage drauf. Boah, das ist aber laut an. So, wir sollen Ankunft in Leipzig 17 Uhr haben. Sprich, in etwa 12 Minuten. Ich sehe das nicht nur unten, ich sehe das auch oben an der Leiste. Nur so nebenbei. Also, wir sollen jetzt von Leipzig aus fahren wir nach Berlin. Ankunft Berlin sollte kurz nach 19 Uhr sein, sprich, etwa Fahrt von 2 Stunden. Was war das? 2 Uhr 29 oder was war das? 1927. So, jetzt kann ich rüberhüpfen. Und damit sind wir gleich am Hauptbahnhof. Den wir uns ja schon mal angeguckt haben.
dauert jetzt einen kleinen Moment, weil wieder eine Ampel rot ist. Kennt man ja in Leipzig. Ja, es kennt man wirklich. Also wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Ecke, also sagen wir mal so eine halbe Stunde weg, fahre jeden Tag, für Leute, die mich nicht kennen, ich bin Busfahrer von WeLife, also Linienbus, hat jetzt nichts mit Flixbus-Simulator zu tun. Warte mal, ist das richtig? Ne, da muss er lang, scheinbar irgendwo. Aua, ist das richtig, dass wir jetzt hier rechts müssen? Ist das jetzt. Warte mal, müssen wir. Ich hätte gerne mal eine komplette Karte, bitte. Warte. Vom Depot aus? Ne, wir müssen die orange Linie folgen. Oder? Wenn ich das richtig sehe. Müssen wir. Die orange Linie folgen vom Depot aus, ja, und dann noch die gelbe Linie. Okay, ist auch schon richtig. Ich hätte gern die Dings heute gemacht. Achso, ja, ist richtig. So, also, orange Linie folgen ist richtig, jetzt ja. Und dann von dort aus nach die gelbe Linie nach Berlin. So ist richtig. Ich glaube, Real Life wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber wir starten um 17 Uhr in Leipzig. Wir wollten eigentlich um 18 Uhr starten. Die Folge kommt nämlich immer um 18 Uhr raus. Dauert jetzt einen kleinen Moment, weil die Ampel wieder umspringen muss. Warum sie nicht jetzt? Na gut, es ist keine geteilte Ampel. Ne? Es ist eine Ampel, die nur geradeaus und rechts abzeigt. Und da der Rechtsverkehr grün hat, muss er natürlich jetzt mal auf rot schalten. Okay. Warte mal, ich mach die Klimaanlage aus. Es geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Machen wir bitte mal die Klimaanlage an! Die brauchen wir gar. Doch, ist richtig. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich hier nämlich rechts. Ja, ist richtig, genau, weil geradeaus geht nicht. Aber irgendwie hört sich das gerade sowas von schlecht an auf dem Ohr. Moinsen! Flixbus ist da! So, ich muss gerade gucken. So, die gehen wir mal rein. Die nehmen wir rein. Moinsen! Hallöle! So, was ist jetzt so getan? Nee, sollst du nicht, du wirst eigentlich, falls ich wieder auf die. Ich. So, eigentlich ist das soweit. Okay, der will wieder rein, der geht rein, okay, passt. So, jetzt möchte ich gerne. Hallo? Du möchtest von Leipzig aus nach Berlin? Das ist okay. Dankeschön. Das muss ich alle noch kontrollieren. Was möchtest du? Grüezi. Hier, mein Ticket. Ja, Grüezi, ab an Leipzig nach Berlin. Guten Tag. Ciao. Du gehst auch rein? Mahlzeit. Ist das gut? Jo. Danke. Grüezi, ist das gut? Dankeschön. Ja, ich bin jetzt nach Berlin, das passt doch. Oh, Hilfe. Mahlzeit, ist das gut? Hallo. Ja. Vielen Dank. Alles klar, du auch rein. Moin, bitte sehr. Danke. Mahlzeit, bitte sehr. Dankeschön. Alles klar. Hallo. Ja, du bist. Vielen Dank. Ach, redest du mir noch oder was? Nee, hier sind noch ein paar Leute. Hi. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Okay. Ja, du bist richtig. Hallo.
Hallo, hier mein Ticket. Leipzig-Nürnberg? Nein. Sie haben ja echt das falsche Ticket gebucht. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, bist du. So, hast du jetzt das Richtige? Ich komme schon zurecht. Du kaufst jetzt ein neues Ticket, weil du nicht nach Berlin willst, lieber Stadt Nürnberg, ja? Kein Problem, ich komme schon zurecht. Gut, du willst du nicht. Alles klar, dann machen wir die Tür wieder zu. Ach nee, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Hallo, hier ist Tante, vielen Dank. So, das haben wir alle, glaube ich, oder? Ja. Sie wollte nach Nürnberg, sie ist falsch. Damit kann sie weitermachen. Türchen zu. Guten Tag, ich bin heute Fahrer. So, WLAN an, PC ist an. Fahrgastmonitore sind an, der Fahrgastziel ist an. Okay. So, wir sind natürlich noch ein bisschen auf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist da jemand nachgekommen jetzt, oder ist das gerade falsch? Ist das nicht die alte? Moment. Ach, das ist die gleiche von ihm. Ich dachte, jetzt wäre noch jemand nachgekommen. So, ich muss mal gerade auf die Dings gucken. Haben noch irgendwelche Leute nicht eingecheckt? Nö, eigentlich haben alle, ne? Ausstehende brauchen wir nicht haben. Eingecheckt, alles klar. Leipzig nach Berlin. Kontrollieren. Nein. Warum? Das ist jetzt ziemlich korrekt. Wir sind doch richtig. Wir sind doch nach Berlin unterwegs. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwas noch wieder versenden. So, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Und dann geht's weiter. So, da wollen wir mal. So, das ist das soweit. Gut. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir hier weitermachen können. Also, Abfahrt 17:02, das heißt, es sind mal 7 Minuten. Ja, und die Zeit kann ich gerade für was anderes nutzen. Ich bin sofort wieder da. So, ich werde euch das mal hinten anschneiden. Ihr habt ja gemerkt, dass ich einen Fehler eingebaut habe. Ich bin die Strecke jetzt quasi nochmal gefahren. Und deswegen werden wir uns jetzt ausloggen und verabschieden uns quasi jetzt. So, also fangen wir jetzt mit dem 13 von 13, 10 Erfahrungspunkte, verkaufte Tickets haben wir keine. Ungültige Tickets eingecheckt, verkauft haben wir auch keine, weil wir die Oma ja bemerkt haben. Abgeschlossene Stopps 2 von 2 plus 10, sprich Halle, Leipzig und Berlin. Kontaktzentrale haben wir 0 von 1, brauchen wir auch nicht. Tanken brauchten wir nicht. Takt nicht leer gefahren, 0,0. Gefahrene Kilometer sind 212. Wir nehmen nicht Erfahrungspunkte mit. Diese 425 Erfahrungspunkte insgesamt nehmen wir mit auf unserer Straße. Jetzt gucken wir mal, was wir da draußen noch haben. Vorplanmäßige Ankunft haben wir gut gemacht. Ja, Überpünktlichkeit auch immer gut. Klar, Pausenqualität brauchen wir nicht. Müssen wir nämlich drauf achten dann. Viele Fahrgäste haben wir keine gehabt. Fehlfreigabe, Dichtfreigabe, Fehlerfreigabe und die Fahrgastraumbeleuchtung haben wir freigeschaltet. Klimaanlage 1%. Haben wir immer gemerkt, das ist ganz gut. Also abgespielt 1 von 1. Haben wir auch einmal gemacht. Am Start braucht man ja. Dann haben wir die Lenkzeit eingehalten. 100%. Perfekt. Auch das, was ich meine, diese 4,5 Stunden, ne, die wir brauchen. Aber das haben wir jetzt ja. Braucht auf dieser Strecke jetzt egal sein. Betriebszeit eingehalten. Jo, passt auf jeden Fall. Sachschäden 2. Wie gesagt, ich muss die Strecke jetzt nochmal fahren. Ich habe einen Transporter, glaube ich, mitgenommen, kurz mal, oder ein Auto oder was auch immer. Und eben noch was irgendwas. Besonders jetzt haben wir keine und keine Null. Radarkontrolle. Ich bin hier mich in die eine Blitzer, der hier quasi am Ortseingang von Berlin steht, bin ich nochmal volle Leute reingefahren. Da haben sie gesagt, wie ist die geblitzt worden? Ich so, nee, das war Gewitter. Aber gut. Ist halt geschenkt. Passiert jetzt in zwei Erfahrungsmonaten. Ist nicht dramatisch jetzt. Also schon 95,8%, immerhin. Wunderbar, Preisfehlverhalten nichts. Linksfehlverhalten 0. Wunderbar, Deutschland mitgenommen. Eine habe ich kurz hier, eine Brücke kurz mitgenommen eben.
bei der Ausfahrt. Geschwindigkeit sind die eingehalten, 94%. Auch das ist immer gut. Sicherheitsabstände eingehalten, minus 10. Ja, mei, passiert. Aber alles andere, alles in allem ist das eine gute Strecke gewesen, denke ich mal. Hat Spaß gemacht. Und dann sind wir soweit erstmal im Level aufgestiegen. Deswegen musste ich jetzt nochmal die Strecke fahren, um diese Erfahrungspunkte mitzunehmen. Deswegen, wie gesagt, wir brauchen nämlich Level. Ich hoffe, Level 3, können wir noch irgendwas? Was können wir mit Level 3? Da war irgendwas. Gut. So. Gut, die Strecke haben wir neu gebaut. Jetzt brauchen wir eine neue Route. Jetzt haben wir, wie gesagt, Berlin freigeschaltet. Und ich möchte mit euch zusammen, da habe ich ja gesagt, dass ich das kurz machen will, auf der Insel. Routenname, wir fahren von Berlin, wo wir ja jetzt sind. Fahren wir von Berlin auf die, ich wollte eigentlich nach Potsdam. Das ist eine ganz, ganz kurze Route. Kann ich die nicht mehr? Nee, ich kann nicht mehr, weil ich muss ja quasi zwei Routen nehmen. Ich kann ja nur zwei nehmen. Ich könnte jetzt Berlin, Potsdam, Leipzig wieder zurücknehmen. Möchte ich aber jetzt nicht. Deswegen fahre ich jetzt erstmal von Berlin aus nach Usedom. Oder? Fahren wir nach Wolgast? Nee, Wolgast haben wir gar nicht freigeschaltet, ne? Haben wir noch leider außerhalb von der Links. Deswegen fahren wir nach Usedom. Können wir nach Ahlbeck mitnehmen? Nee, Ahlbeck können wir gar nicht mitnehmen. Wir fahren nach Usedom, dann in der nächsten Episode. Das sind insgesamt 294 Kilometer. Das ist ein Stück mehr als von Leipzig nach Berlin. Keine Sorge, wie gesagt, wir nehmen dann Ahlbeck mit und fahren wir von Berlin, von Usedom nach Ahlbeck, die Kurzroute, dann Ahlbeck-Wolgast und dann fahren wir wieder etwas länger, fahren wir nämlich dann irgendwann Rostock und so, je nachdem. Wir müssen nämlich oben ein bisschen freischalten jetzt. Ich will nämlich schreiben, so eine Zellin noch immer mitnehmen. Aber jetzt haben wir erstmal dann auf die schöne Insel Usedom. Und das machen wir dann in der nächsten Episode. So. Plupp, da speichern wir kurz an. Und ja. Genau, das ist der Gedanke dahinter. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Fernbus Simulator. Bis dann. Tschüss. Da dabei und wir können heute die Fahrt starten nach. Nein, ich möchte eigentlich gerne. Soll ich die Fahrt nicht starten? Gut. Dauert natürlich alles immer einen kleinen Moment. Wir haben noch ein bisschen Zeit, leider. Kann ich nicht irgendwie weiter. Geht das nicht weiter zu starten? Wir haben alle dran, ja? So, ausgestellt. Die will jetzt immer noch nicht mit. Die will ja nach Nürnberg. Ach so, für den Fall, dass die noch mal eine Fahrkarte kaufen möchte. Ah, alles klar. So, wir haben jetzt noch. Da haben wir noch 6 Minuten, ne? So, Routen. Nein. Möchte ich nicht. Dauert alles im Moment. Das ist das Problem an der Sache. Ja, das dauert halt alles. Das ist jetzt ein bisschen. Können wir nicht einfach fahren? Gut, aber ich fällt dir gerade gar nicht vor. Ah, doch, geht wohl. Ich habe die Verkehrsriege. Ich habe natürlich die. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auf unserem Kurs gilt die Gesetzgebung.
über die Küche mal an. Euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch mit Ihnen zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. So, die machen wir wieder aus, weil das eh alle Deutsche sind. Ich spare mir die Ansagen jetzt. Klappe jetzt. Dauert jetzt noch 3 Minuten. Also wir müssen ja leider die Abfahrtzeit mal abwarten. Wir haben zwar alle Fahrgäste an Bord. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie es tatsächlich beim Flixbus geregelt ist, ob die tatsächlich die Abfahrtzeit einhalten müssen. Also beim Linienbusverkehr ist es tatsächlich so, dass wir unsere Abfahrtzeiten einhalten müssen. Ja, mal ein paar Sekunden drüber, vorher drüber ist okay, aber klar, ich habe es schon erlebt, dass Fahrgäste 2-3 Minuten teilweise drüber sind oder mehr. Ich meine, einen Fahrgast hat sogar 8 Minuten, hat einer von unseren Leuten geschafft. Und der Fahrgast ist deswegen stehen geblieben. Ist natürlich extrem dramatisch, sowas kostet nämlich, das kann auch richtig Geld kosten, weil eigentlich wird man dafür gesehen. Und ich möchte halt, wie gesagt, mich tatsächlich wirklich dran halten, ob wir das schaffen, dieses 19 noch was einzuhalten auf der Fahrt nach Berlin, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das hinkt. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt von denen gleich meckern. Wir müssen jetzt gerade tatsächlich ein bisschen an den Tempo an den Dings halten. Ich warte natürlich jetzt mal ab, meine Zeiten ab. Kann das machen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. So, wir lassen natürlich, müssen natürlich ein bisschen. Wir halten natürlich, müssen natürlich ein bisschen in Scheinbeschein machen. So, wir haben 17 Uhr. Liebe Leute, gleich geht's los. Ich hab die Abfahrtzeit ein bisschen nach hinten gelegt. Eigentlich war ursprünglich 17 Uhr als Abfahrtzeit gedacht. Warum zeigt mir der 1.5. an? Habe ich nicht den 31. eingegeben? Mit in den Ball gerade. Vielleicht den 31. eingeben. Der Tag, an dem die Folge rauskommt. So, 1 Minute noch. Wir haben gleich Abfahrt. Wir halten uns natürlich wieder an die Abfahrtzeiten. Kennt man ja. Und je nachdem, wie stressig der Tag war, bist du auch froh, wenn du jede Pause mitnimmst. Und wenn es auch wirklich nur 5-6 Minuten sind. Und ich finde es tatsächlich selber ein bisschen schwieriger, immer wieder, wenn irgendwelche Fahrgäste sagen, kann ich schon einsteigen, Schiff war noch 10 Minuten hier. Alles schon erlebt, wie gesagt. Auch 20 Minuten haben wir so vorher erlebt. Kann man nicht schon einsteigen? Nein, kann man nicht, wir können los. Okay, Malak ist so kalt. Dann machen wir mal anders. Also jetzt nicht meckern. Also hier wird immer wieder mal ein bisschen was meckern, die Leute. Leute, die sagen, oh, ja. Wie gesagt, wir versuchen pünktlich in Berlin anzukommen.
Wir haben nur 2 Stunden 20 Zeit. So, also, wie gesagt, schauen wir mal. Oh, ich wollte hier irgendwas mitnehmen oder so. Jetzt sage ich tatsächlich die Kilometer drin. Ein bisschen aufpassen, wenn ich hier zu schnell drüber fahre. Sie recht drauf, ne? Halle Aschersleben. Das bin ich schon mal mit SUV gefahren. Das ist ein Fahrschienenersatzverkehr. Die Strecke. Das zieht sich übel zwischen der Harz durch. Das sind über irgendwelche Dörfer oder alles. Ich habe gefühlt alle Dörfer, die da irgendwo mit drin sind, mitgenommen. So, jetzt fahren wir über die Autobahn straight nach Berlin. Das heißt, wir müssen uns direkt nach links einordnen. Wir dürfen nicht. So, wir dürfen ja 100 fahren. Dann gehen wir mal Gummi weg. Wir müssen uns von Stadt zu Stadt arbeiten. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für Berlin entschieden. Ich hätte natürlich einfach sagen können, oh komm, scheiß auf Potsdam. Jetzt müssen wir es ein bisschen langsamer machen jetzt. Hey Leute, hier ist 100. Kannst du jetzt hier mal? Ja, ich will es noch klatschen. Warum fährst du jetzt das rechts und dann direkt wieder links rüber? Verstehe den Sinn an der Sache. Berlin ist gerade aus. Wenn wir wirklich straight auf der Autobahn oder? Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, doch, eigentlich richtig. Wir bleiben eigentlich fast bis Berlin auf der Autobahn, auf einer Autobahn und wechseln dann kurz hinter die Ausfahrt 9. Wir haben zwei Baustellen mit drin, eine Gefahrenstelle. Kommt der Kollege parkt auf der Autobahn? Also ich muss ja zugeben, ich war ja jetzt auch ein paar Tage tatsächlich sogar in Berlin. Ich hatte die Folge rauskommen, sind das 6 Tage her. Geburtstag. Ich habe mir in Berlin mal so ein bisschen was gegönnt. War mit meiner Ex-Freundin, besten Freundin, wie auch immer da. Gibt es hier keine Heizung? Willst du von mir jetzt eigentlich schon wieder? Lecker Fritze? Mal, ich wollte gerade gucken, dass ich hier mal die. Immer noch kalt? Was soll ich denn schnell auf 28 Grad? Ich kann ihn mal hochziehen. Also irgendwo ist hier der Gefahrenstelle, das wäre geil. Und ich schaue mal, der ging zu sein. Wie ist das jetzt? Ja, natürlich, wir müssen jetzt in der Karriere Step by Step die ganzen Städte freisetzen. Also das ist natürlich dann unser Ziel. Und ich freue mich, wie gesagt, dass du das ganze Ding hier mit mir zusammen angehst. Ich habe lange überlegt, was machst du? Was du nächstes Projekt nimmst du?
Ich habe ja Mohn-Card, ich habe ja den Mohn allgemein, also das, was früher am PC war. Ich habe den Fable Sim Simulator, also Fable Sim 3, der halt zugeschaltet Kassel-Würzburg. Dann habe ich natürlich hier die Fernbus Simulator gegönnt. Warte, was ist hier los von euch? Das ist genau das, was ich meine, was ich mir eigentlich erzählt habe, wo ich auch ganz einfach am aufzunehmen. Mit dem Retarder. Das ist natürlich für die Fahrgäste extrem beschissen. Gerade wenn du einen Kaffee trinken willst oder so. Das war besser auf Rita. Oh. Ups, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. War keine Absicht. Und wissen natürlich, dass es war. Ach, ich dachte, wir hätten bleiben können. Ja, schöner Leben und so, ne? Wir fahren jetzt natürlich nicht raus, weil wir wollen ja über nach Besser und auf der Riesa. Wir bleiben erstmal nur auf der Autobahn. Bis kurz vor Berlin. Ja, bis Potsdam und dann gehen wir rüber auf die Autobahn. Die 115 auf das Haus? Ja, 115 nach Berlin. Und schalten damit Berlin frei. Also wir werden uns jetzt ein bisschen im Norden Deutschlands arbeiten. Nee, dann muss ich zugeben, habe ich gerade. Was ist das so? Ich fahre 100? Ach, ich dachte nur 80? Darf ich nur 80 fahren hier? Nee, das sagst du warum, mutig, dass der sich da noch reingedrückt hat. Mit dem Schild wahrscheinlich darf ich nur 80 fahren, ne? Weil unten sagt er mir 100 und ich war drunter. Haben wir hier eine Baustelle. Hier meldet schon wieder. Dann bleibe ich jetzt über die rechte Spur, damit wir hier nicht passiert. Ja, also ich bin ja mit meinem Job sehr zufrieden. Macht der Spaß aus, also ich habe da Frage, denkst, nee, ist nicht so. Klar, dieser Job ist das nicht. Aber sowas wie jetzt zum Beispiel Fernbus fahren, das wäre überhaupt nichts für mich. Ich meine, du siehst heute viel Strecke auf dir rum, aber du bist halt so gut wie nicht zu Hause. Ist halt mal zwei, drei Tage weg. Gut, das ist jetzt kein Kriterium, aber solche YouTube wäre da gar nicht mit drin. Wenn ich zwei, drei Tage vorbereiten muss, Videos und alles zum dran, bist du schon wieder dran, meine Nummer. So, jetzt sind wir wieder raus aus der Nummer. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob da nicht wieder einer angeflogen kommt. Da lässt mich jetzt rein, Fragezeichen. Ja, ist da. Ich bin ein Rabenstein. Was ist denn da vorne? Ist das jetzt auch eine Polizeikontrolle? Ja, ist Polizei. Ist das hier raus? Ah ja, ich hätte rausgewusst, scheiße. Ich hätte rausgemusst, ne? Scheiße. Ich kann es natürlich jetzt nicht ignorieren, ne? Das ist es halt. Oder? Ich geh mal weg da. Scheiße. Das geht alles beabsichtigt, nicht beabsichtigt. Ja, aber... Ach, halt die Klappe! Die Klimaanlage ist nicht so kalt.
Wir müssen tatsächlich anhalten. Wir haben eine Polizeikontrolle. Ja, dann wird die Frau mal hier rechts. Mensch, wir brauchen mal gerade nicht. Nach vorne, ne? Ja, nach vorne müssen wir anhalten. Wir haben tatsächlich eine Polizeikontrolle, also das kann immer mal passieren. Das passiert im Minibus nicht, das passiert nur im Fernbus. Alles in Ordnung. Geht dann da aber. Jetzt habe ich schon wieder eine Dienstkontrolle. Was hat denn die Klimaanlage zu kalt? Geht die Klimaanlage doch raus? Nice, wir haben auf jeden Fall eine Polizeikontrolle hinter uns. Wir müssen da auch ein bisschen aufpassen. Was ganz wichtig ist, was sehr viel passiert in diesen Verlenkverstößen, also nicht, dass du quasi dann verschwindest, nein. Lenkzeiten sind zum Beispiel, du musst deine Uhrzeit einhalten. Das ist gerade beim Linienbus, ist es halt so getaktet, dass du es nicht musst, weil Linien meistens maximal 40 Kilometer sind und die längste ist 43 Kilometer. Da ist es nicht weiter tragisch, aber also wenn du rein Fernbus unterwegs bist, weil wenn wir dann mal wirklich mal lange Routen fahren, mehrere Städte anfahren, dann müssen wir echt höllisch aufpassen, dass wir die Pause anlegen. Wir dürfen halt diese 4,5 Stunden nicht überschreiten. Ja, wir können jetzt etwas längere Pause machen, die ich euch dann wahrscheinlich rausschneiden werde. Aber ich denke mal, wir werden nicht so lange mitnehmen. Wir haben mal eine Route mitnehmen, wo wir 2-3 Städte mal mitnehmen. Ja, die wir meistens aber nehmen. Guck mal weg. So, wir haben jetzt noch 77 Kilometer bis Berlin und wir haben noch eine gute Stunde Zeit. Wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, genau, dürfen wir nicht mit Waren warten. Oh, da hat es einen Unfall gegeben. Habt ihr das gesehen? Da hat es einen Unfall gegeben. Also der LKW hat dann länger, aber kurz auf die Seite gelegt. Der hier liegt, haben wir schon Vollsperren. Mit der Vollsperrung. Berlin, Dresden, Magdeburg, dann müssen wir runter. Wir müssen hier runter, wir müssen ja nicht nach Hamburg und Rostock, sondern Richtung Berlin, Dresden, Magdeburg. Das ist schon richtig. So, dann einmal ganz rechts rüber, weil wir müssen nach Berlin oder Dresden. Berlin und Dresden ist schon richtig. Oh, das war kein Absicht. Nö, das ist nur Spaß, das ist eine Schikane. Ich habe mich jetzt so schnell, dass ich den Lenker drücken. Ich muss höllisch aufpassen hier mit dem Wetter. Das war nämlich gerade eine Böe. Da wieder eine Seite. Meine ich gerade, ich muss echt aufpassen, ich muss echt konzentrieren gerade. So, statt nach Dresden auf der 12 zu fahren, fahren wir jetzt wieder rüber. Wir haben noch etwa 50 Kilometer, 5 Kilometer rüber, also meine Folge. Ja, wie gesagt, wir werden ja sowieso schon statt die Stadt in der Folge schneiden. Wir haben noch jetzt eine. Könnten Sie mal die Klima anmachen? Ich hab die Klima. Alter, ihr meckert die ganze Zeit. Tut euch mit was.
Ich drehe dich doch mal ein bisschen runter. Ich hab dir vor 28 Grad stehen gehabt. Das ist so geil. Halt die Fresse. So, müssen noch ein bisschen durchziehen. Schafft das pünktlich? Fragezeichen. Weil durch die Polizeikontrolle haben wir natürlich gute Zeit. Das heißt, gute Zeit, wir haben ein bisschen Zeit verloren, aber. Ja, das ist es. Beide Berlin, ja, beide Berlin. Ich muss mich jetzt ein bisschen an die Schilder halten. Rechts geht es nach Potsdam, Berlin, Oranienburg. Gut, wir sind die Strecke damals, also jetzt vor ein paar Tagen mit Zug gefahren. Nicht mit dem Bus. Das war tatsächlich toll. Da war dann überlegen, ob wir mit dem Flixbus fahren sollen. Wir sind mit dem Flixtrain gefahren. Da waren wir doch günstiger. So, warte mal, Schilder orientieren, Potsdam rechts, Berlin, Oranienburg, Krabus. So, okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem LKW, weil der gerade, was fährt denn der, 50? 70. Wir müssen dann runter. Wie weit haben wir es denn noch bei Berlin? Wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, da oben. Okay, wir haben jetzt. Wir müssen jetzt bald runter. Also ein bisschen nützt das gar nicht, was wir wollen, oder? Ich muss mal hinter dir hin, weil ich will jetzt nicht dahinter bleiben. Jetzt direkt holen, ja. Genau, 1000 Meter nach Berlin, deswegen habe ich gesagt, komm, brauchst du nicht mehr holen. Ich habe mir auf die Karte geguckt. Und da vorne ist schon der Kollege. Das ist der Dieter, der fährt schon seit Jahren. Der dauert jetzt ein kleines, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber es sieht nämlich nicht gerade so einfach aus. So, Dieter fährt gerade aus, wir machen den Weg nach rechts. So, die Frage ist, wie viel von Berlin kennen wir? Wie sieht der Hauptbahnhof aus? Ich war ja da. Wie gesagt, warum Hauptbahnhof? Wir sind den Weg damals vom Kanzleramt. Dann zum Hauptbahnhof zurückgelaufen, wurde erst mit der Stadt rübergefahren zu zwei Haltestellen. Und, vom Kanzler, vom Kreistag war es genau. Oh, Alter! Das dauert jetzt einen kleinen Moment, weil wieder ein bisschen Kontrolle und ein bisschen Ampel weg, da kennt ihr es tatsächlich. Wir haben noch 8 Kilometer, wir sind übelst pünktlich. Wir haben fast eine halbe Stunde zu früh. Und das, obwohl ich nicht mal große Vergehen hatte. Ich habe noch nicht mal viele Geschwindigkeiten gehabt. Die sind einmal gewitzt worden. Aber jetzt haben wir die Stadt. Jetzt sieht das wieder ein bisschen anders aus. Das war, glaube ich, ein Blitzer. Ich freue mich doch schon, wenn wir das erste Mal im Ausland unterwegs sind. So richtig das erste Mal, dass wir unterwegs sind, also in Niederlande. Rotterdam, habe ich schon gesehen. Soll sehr schön sein. Auch wenn es dann mal hoch auf die Inseln geht, da werden wir dann nach und nach uns jetzt hinarbeiten, dass wir dann irgendwann oben mal die Insel Rügen und Usedom freischalten. Es gibt ja Strecken nach Usedom und nach Selin und was es dadurch alles gibt, wenn man da mal so ein bisschen hochguckt, ne? Hier Stralsund und Zellin nach Rügen hoch, Ahlbeck, Usedom, Wolgast, das ist Rostock. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn man so nach und nach uns denn jetzt hocharbeitet. Ich denke mal, es könnte sogar tatsächlich sogar sein, dass wir relativ zeitnah jetzt. Also ich werde jetzt wahrscheinlich Potsdam, Magdeburg mitnehmen. Und dann werden wir, ja, die haben wir noch nicht freigeschaltet, natürlich nicht. Oder fahren wir die schon hoch? Doch, wir fahren schon hoch. Wir nehmen dann Usedom mit, wir fahren dann Ahlbeck, Wolgast, Hochrügen mitnehmen, Rostock, dann fahren wir hier nach Kiel, Flensburg, Hamburg, die ganzen Nordlichter da oben erstmal. Groningen haben wir, Groningen und dann Amsterdam und, Amsterdam ist auch schön. Aber wie gesagt, wir haben noch genug zu tun.
Ich weiß nicht, wie viel Städte ich auf eine Strecke. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Strecke freischalten. Das heißt, es wird am Anfang erstmal auf den Auslaufen, dass wir eine Stadt von A nach B fahren und dann A, B, C, D irgendwann nach und nach in die Städte versorgen. Also wir müssen straight erstmal. Das war ich halt in der Stadt. Wir müssen jetzt erstmal schnell Step by Step die Strecke freischalten. Das war nicht halt. Du überlegst, dass du nach 8 Kilometer noch eine ganze halbe Stunde hattest, mittlerweile schon fast 7 Minuten verloren hast, durch die Ampelphasen. So, jetzt wird wahrscheinlich gleich grün, weil, noch nicht, weil, vielleicht haben sie schon gestanden. Ich dachte mir, ja, es wird grün. Nee, wird's nicht. Jetzt gleich bestimmt, oder? Da gehen wir nicht auf Eier. Dann wollen wir mal auf 23 wieder runter. Ich dachte, jetzt ist das Wetter draußen. Oh, guck mal. Ich hätte gesehen jetzt, dass wir schon abbiegen müssen. Ist ja, weil ihr mich die ganze Zeit abfragt und weil wir schon da sind. Ich nicht erwartet, dass wir jetzt schon da sind. So, dann fahren wir hier raus. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen in Berlin. Wir haben unsere erste Strecke schon freigeschaltet. Wo ist das? Wo ist das Saarland zu hin anscheinend? Ja, wir sind unsere erste Route gefahren und in der nächsten Episode geht es dann von der Reise mit dem Sohn da vorne auf die Seite, okay? Moin Moin, Herr Kollege! Und damit, liebe Leute, schalten wir... Sind wir schon ja, sind wir! Ach, schau die. Ich muss das mal die Dings aufmachen. Ne, die Luke. Wer schaut den? So, warte mal, ich mach mal kurz die Schranke aus. Jetzt habe ich die Dinger wieder freigegeben. Und jetzt könnt ihr euer Gepäck nehmen. Und damit war's das für heute mit Berlin. Okay, ein Bus, warum? Das ist ein Bus drin. Was schon mal das gemacht? Ich bin im Bus. Und jetzt? Na gut. Nein. Nein! Du solltest dich ausschalten! Ernsthaft? Warum? Warum soll ich ausschalten? Warum hast du mich rausgeschmissen ins Spiel? Weil ich zu schnell gedrückt habe oder was? Ernsthaft, was ein Faxen ist? Hallo? Spiel? Hallo? Ich bin da! Ich habe noch keine Erfahrungspunkte bekommen zur Art. Oh, ernsthaft? Karriere? Ich bin ja letztlich Berlin gefahren. Wollte mich flachsen, weil ich jetzt rausgegangen bin, weil ich nicht ausgelockt habe oder was? Oh, Spiel, ey. Ernsthaft? Ah. Muss ich raten? Ich habe Berlin doch freigeschaltet. Na gut, trotzdem verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's von Berlin weiter. Auf die nächste Route. Berlin haben wir jetzt natürlich freigeschaltet, das ist schön. Genau, alles andere haben wir noch nicht.
Außer Leipzig in Berlin. Doch, ich habe es tatsächlich übernommen. Alles klar. Warte mal, kann ich mich nicht nochmal wieder reinloggen? Warte mal, Spiel laden. Autosave, warte mal, was ist denn das jetzt hier? Wann habe ich ein Spiel für 2041? Speicherzeit, hä? Was habe ich verwechseln jetzt? Autosave 3. Ja, wo sind wir denn da überhaupt jetzt? Also wir haben die Linie offiziell freigeschaltet, ich hätte gerne die Strecke freigeschaltet. Du bist jetzt eigentlich mitten in Berlin stehen, oder nicht? Die 70 Kilometer vor Berlin. Okay. Na gut, wie dem auch sei. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöde. Ich fahre euch das quasi jetzt offscreen zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann werde ich was machen und dann werden wir was Neues starten. In der nächsten Episode geht es dann woanders hin. Bis dann. Tschüss.